Ja, heute geht es um das Thema Ausbildung und zwar in den Bereichen Lebensberatung, Seelsorge und psychosoziale Beratung. Ich habe dazu eine kompetente Gesprächspartnerin gewinnen können. Es ist Frau Ursula Blatti vom Bildungszentrum für christliche Beratung und Begleitung. Schön, dass Sie sich Zeit dazu nehmen, Frau Blatti. Ja, gern geschehen. Vielen Dank für Ihre Einladung. Können Sie bitte kurz etwas zu Ihrem Werdegang sagen? Wie sind Sie zum Bildungszentrum gekommen? Also ich habe selber vor einigen Jahren die gesamte Ausbildung beim BCB durchlaufen, also so vom Grundkurs Lebenskompetenz bis zum Diplom als Beraterin und auch die eidgenössische höhere Fachprüfung habe ich noch absolviert. Also ich kenne das BCB sozusagen von innen heraus. Ich habe es selber erlebt, diese Ausbildung zu machen. Und ich habe damals fürs BCB so, mir war wichtig, dass die flexible Ausbildungsgestaltung, der modulare Aufbau. Und ich hatte damals kleine Kinder, als ich die Ausbildung gemacht hatte. Und ich habe beim BCB genau das gefunden, was ich gesucht habe, so Vielseitigkeit, Methoden, Pluralität, Verbindung von Psychologie und Theologie. Und seit 2019 bin ich nun angestellt als Geschäftsführerin und auch für die Ausbildungsberatung und Gestaltung verantwortlich. Also wirklich sehr, sehr spannend, was Sie erzählen. Gerade diese Verbindung eben zwischen Theologie und Psychologie, Seelsorge und Therapie, das ist so, so spannend. Wenn ich fragen darf, wie ist denn das Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung in der Schweiz? Wie ist das eigentlich entstanden? Also das BCB hat seine Wurzeln bei der BTS, damals biblisch-therapeutische Seelsorge. Und nachdem diese in der Schweiz aufgelöst worden ist, hat sich zwischen 2001 und 2004 ein neuer Verein gebildet, um das Anliegen weiterzutragen, Seelsorge und Beratung zu fördern und entsprechend Aus- und Weiterbildung auf diesem Gebiet bereitzustellen. Jawohl. Und was sind die Grundlagen und die Motivation vom BCB? Das Motto vom BCB lautet, damit Leben gelingen kann. Uns ist es ein großes Anliegen, Kompetenzen für eine konstruktive Lebens- und Beziehungsgestaltung zu fördern. Und dies geschieht einerseits ganz direkt im Leben unserer Auszubildenden, doch das weitergegebene Wissen und die Integration ins Leben multipliziert sich dann eben auch. Also wir vermitteln Grundlagen für Seelsorgearbeit, sei dies im ehrenamtlichen oder professionellen Bereich. Und die von uns ausgebildeten Personen geben das erworbene Wissen weiter, können weitere Personen stärken, ermutigen und dazu anregen, Leben aktiv zu gestalten. Das ist dann ja unsere Motivation. Wenn wir sehen, Menschen Ja. werden gestärkt, finden Hoffnung und Wege, um ihr Leben so zu gestalten, dass sie es als gelingend bezeichnen können. Und das ist ja ein Grundanliegen von jedem Menschen. Das ist so wichtig, die Ja, Arbeit genau. vom BCB. Und welche Rolle spielt dabei der christliche Glaube? Das ist doch ein ganz zentraler Punkt, sicherlich. Ja, spielt eine sehr große Rolle. Also wir verbinden so fachliche Kompetenz, psychologische Erkenntnisse mit dem christlichen Glauben. Also wir arbeiten und leben in der Gewissheit, dass Gott auch in das Leben von Menschen hineinwirkt Ja. und Nöte lindern kann. Ja. Und beim BCB rechnen wir mit dem direkten und indirekten Wirken von Gott. Also einerseits mit so Gottes Schöpfungssegen. Gott hat ganz viel in die Schöpfung hineingelegt, dass Ja. wir erforschen und kreativ nutzen können. Da gibt es so viele Gesetzmäßigkeiten und auch Konzepte, welche die Psychologie stark prägen. Doch Ja. wir rechnen auch so mit Gottes Heilssegen, nennen wir das, also seinem direkten Wirken. Zum Ja. Beispiel, wo Gott selber wirkt durch seinen Geist, wenn wir ein Bibelwort betrachten. Ja, ganz wichtig. Und jetzt, also der christliche Glaube ist ganz zentral. Und an wen richtet sich nun Ihr Angebot? Also kann da jede und jeder kommen? Muss man da reformiert sein oder freikirchlich oder katholisch? An wen richtet sich Ihr Angebot?
Also grundsätzlich richtet sich unser Angebot an alle zwischen 18 und 100 Jahren, sage ich jetzt mal. Sehr gut. Alle, die Ja. Menschen seelsorgerlich begegnen wollen, die Menschen in ihren Herausforderungen begleiten und unterstützen wollen. Ja. Das muss auch nicht groß in einer seelsorgerlichen Aufgabe sein. Alle von uns haben auch Alltagsbeziehungen, Arbeitskollegen, die das Herz ausschütten. Vielleicht auch Freiwilligenarbeit in Kirchen oder sozialen Institutionen. Also wer sowohl für das eigene Leben wie auch für das Unterwegssein mit Menschen Impulse sucht, ist beim BCB genau richtig. Und wenn Sie so die Konfession, die Kirchenzugehörigkeit Ja. ansprechen, spielt keine Rolle. Also wir sind breit unterwegs. Wir haben sehr viele Personen aus der Landeskirche, aus der evangelischen Ja. Landeskirche. Wir haben auch viele Personen aus Freikirchen. Und ab und zu haben wir auch Teilnehmer aus dem Katholischen. Also wir sind da wirklich offen für alle, die das Interesse daran haben. Ja, so spannend. Und jetzt, was für Aus- und Weiterbildungen werden jetzt durch Sie angeboten? Wie kann ich mir das noch genauer vorstellen? Also so das Herzstück ist der Grundkurs Lebenskompetenz. Dieser kann an verschiedenen Orten in der Schweiz und neu auch online besucht werden. Und da gibt es ganz praktische Impulse zur Lebensgestaltung und Stressbewältigung, also Grundlagen für einen seelsorgerlichen Umgang Ja. mit sich selber und mit anderen. Und darauf aufbauend kommt dann der Aufbaukurs Begleitungskompetenz. Ja. Und dieser ist ausgerichtet auf ein ehrenamtliches, begleitendes Unterwegssein mit Menschen. Also, wie es viele einfach auch am Arbeitsplatz erleben, in der Kirche, in der Freiwilligenarbeit. Da kommen Menschen, haben Vertrauen zu mir, erzählen mir ihre Lebensgeschichte, ihre Schwierigkeiten und da setzt diese Ausbildung an. Jawohl. Die letzte Stufe ist dann noch der Diplomkurs Beratungskompetenz. Da lernen unsere Auszubildenden einen strukturierten Beratungsprozess zu gestalten und Ja. ratsuchende Beratung zu unterstützen. Also das ist dann eher ein berufliches Setting. Jawohl. Und ja, natürlich bieten wir auch immer wieder kurze Weiterbildungsseminare an. Manchmal braucht es Vorkenntnisse, manchmal auch nicht. Also das Angebot ist recht breit und soll wirklich dazu dienen, dass Menschen Ja. ausgerüstet werden, um andere Menschen hilfreich zu begleiten. Jawohl. Aber verstehe ich Sie richtig? Es ist sowohl für den in der freiwilligen Arbeit, in der ehrenamtlichen Arbeit, aber auch in der beruflichen Arbeit, kann ich das dann einsetzen, das Gelernte? Verstehe ich Sie richtig? Ja? Genau, ja, das ist so aufbauend, je nachdem, welcher Lehrgang absolviert wird, kann man bis in die berufliche Kompetenz hineingehen und hat sogar auch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt einen eidgenössischen Abschluss zu machen. Das ist doch sehr, sehr interessant. Wer sind denn die Ausbilderinnen und Ausbilder? Welche Kompetenzen haben die und woher kommen die? Also eine Stärke vom BCB ist so die Methodenvielfalt. Und das spiegelt sich auch in unserem Ausbildungsteam. Also unsere Ausbildner, die haben wirklich ganz unterschiedliche Ausbildungshintergründe und Beratungsansätze. Und das sind Theologen, Psychotherapeuten, psychosoziale Berater und Supervisoren, alle mit langjähriger Praxiserfahrung. Und ja, so diese Vielseitigkeit unserer Referenten macht die Ausbildung auch sehr breit und interessant. Das kann ich nur unterstreichen. Also wer auf Ihre Website geht, ich werde die unter dem Video natürlich einblenden. Also es ist eine ganz große, starke Vielfalt, so viele Kompetenzen. Also ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Also unbedingt einmal auf die Webseite dann unter dem Video gehen. Und Frau Blatti, Sie erzählen das so begeisternd und eröffnen so viele Möglichkeiten. Wie ist denn die Resonanz auf dieses großartige Angebot? Ja, wir erleben immer wieder, wie das Angebot einem echten Bedürfnis entspricht. Also gerade auch so in den letzten 2 Jahren sind viele Menschen verunsichert worden und Oh ja. suchen vielleicht noch mehr als vorher Ja. nach Halt, nach Möglichkeit, mit Belastungen fertig zu werden. Und viele, die ein offenes Herz haben für andere Menschen, nehmen dies wahr,
merken aber gleichzeitig, dass sie nicht weiter wissen, also dass ihnen wie das Ja. Handwerkszeug fehlt, um diese suchenden Menschen zu begleiten. Ja. Und sie melden sich dann bei uns mit einem großen Hunger nach Wissen und suchen oft auch, wie denn jetzt der christliche Glaube ganz konkret ins Leben hineinwirken kann. Also ein ganz, ganz großes und wichtiges Anliegen. Und ich spüre auch, es gibt große Bedürfnisse, es gibt eine echte Resonanz auf dieses Angebot, dass also wirklich Leute sagen, ja, das ist wirklich etwas für mich und es ist so wichtig. Und ich finde es so großartig, sie bringen eben, wie ich gesagt habe, Theologie und Psychologie zusammen, Therapie und christlichen Glauben und eben in den Alltag konkret hineingewirkt. Also ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig innerhalb und außerhalb der Kirche. Frau Platte, ich sage Ihnen ein riesiges Merci, ein großes Dankeschön für diesen ersten Einblick. Wer mehr wissen möchte, kann sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Einsatz, so viel Enthusiasmus und auch Erfolg für das BZB. BCB. Ganz herzlichen Dank für Ihre guten Wünsche. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Blatti.